So, da sind wir wieder. Mein Controller hat sich verabschiedet. Ja, wunderbar. So, da ist er wieder. Und weiter geht's. Einmal zum Leuchtfeuer. Und wir waren... Oh Mist, wie hieß denn die Ecke? Hier. Das ferne Feuer in Shulva, Stadt des Heiligtums. So, und zwar nicht im Heiligtumsweg, sondern am Gebetsturm waren wir. Da steigen wir wieder ein. Katze, geh mal los, bitte. Ist ein bisschen störend gerade. Wie immer eigentlich. So, und von hier aus. Was haben wir hier für Nachrichten? Zunge wird benötigt und Trübsal. So, da kamen wir nicht rüber, haben wir festgestellt. Wir können hier nur nach unten. Waren hier irgendwelche Gegner? Ja, da stand einer in der Ecke. Und den machen wir mal Messer. So, und dann geht's von hier noch weiter nach unten. Phoebe, lass mal bitte. Da drüben ist auch noch ein Item, verdammt. Wie kommt man da hin? Wir können ja hier nicht rüberspringen. Müssen wir da von oben? Das schaffen wir nicht, oder? Schaffen wir das? Da rüberspringen? Wartet mal, das testen wir mal. Das testen wir mal. Das testen wir. So, da wollen wir hin. Oh Gott, das wird nix. Das wird nix. Okay, die Etage haben wir. Wir müssen aber eine tiefer. Ah, das wird nix. Das wird nix. Au. Können wir jetzt hier die... Vorsicht. Vorsicht, bitte. Hier die Säule nach unten fahren lassen. Ja doch, ich glaube, so könnte das was werden. Spring jetzt hier rüber. Da kann man denn rum. Und hier können wir einfach reinrollen. Genau so hatte ich mir das nicht gedacht. Genau so nicht. Tja. Ich glaube, die Idee war gar nicht so schlecht. Das probieren wir gleich nochmal. So. Salen. Salen-Suppe. So, auf ein neues. Erstmal darüber. Oder auch nicht. Juris. Ich will doch hier gerade irgendwie nur... Na, das klappt nicht. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Lange nicht gesehen, Jutta. Ebenso, ebenso. So, bleibt die Frage, wie kommen wir da rein? Das Ding fährt uns ja jetzt wieder nach oben. Na, das klappt auch nicht. Wenn du die Säule wieder hochfährst, kannst du da rein. Wow, 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 wow. Na, nicht nochmal. Der war doch so gut, der Sprung. Der war doch so gut. Eieiei. Verstehe ich nicht. Ich stelle mich gerade echt blöd an. Es tut mir ein bisschen leid. Wartet mal. Wie kriegen wir die hoch? Das ist der Knopf da, ja? Nee, das ist die ganz andere. Ah! Von da. So wird ein Schuh draus. Na super. Dankeschön, Jungs. Ein Mitternachtsstein und dafür sind wir 6-mal gestorben. Dafür sind wir jetzt so oft gestorben. Toll.
So, hat irgendwer aufgepasst? Entschuldigung, da ist noch wer. Und irgendwo war da hier gleich noch ein zweiter, genau. Auch mal zu. Das hätte man auch besser lösen können. Habt ihr aufgepasst, ob es die Todeszähler, ob das jetzt gestimmt hat oder ob da einer gefehlt hat? Ich habe da irgendwie gerade den Überblick verloren. Das war nämlich ganz schön oft. So, okay. Da unten wollten wir noch nicht hin. Den Teleporter hier konnten wir irgendwie noch nicht aktivieren. Ich weiß immer noch nicht warum, weil ich habe das Gefühl, das ist ja der vom Anfang, oder? Normalerweise draufstellen sollte angehen, ne? Naja. Hi. Na, Großer. Bis später. Den sehen wir später, glaube ich, definitiv noch wieder. So, und hier haben wir den Seelenfokus. Schön. Nur schade, dass wir nicht zaubern können. Ich glaube, Dark Souls 3 werde ich als Bettler anfangen. So, Jungs, was mit euch hier? Alter Pflanzenbalsam. Hat der Drache die gerade für uns abgeschossen? Kann das sein? Und Zauberei. Ja, die Tür öffnet sich durch Zauberei. So sieht das aus. Tür voraus und dann Tür voraus. Ja, da gehe ich mit. Tür, 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 Tür und noch eine Tür und übrigens eine Tür. Heiligtum des Drachen. Hast du das komplette Hauptspiel schon durch? Die anderen zwei DLCs? Gib mir mal einen Überblick, wie weit du bist und was schon tot ist. Wir haben das Hauptspiel tatsächlich schon durch. Man glaubt es kaum. Verschlossen. Die anderen beiden DLCs haben wir noch nicht angefasst. Wir haben beide Schlüssel gesammelt vorhin, dass wir da noch rein können. Und was vom Hauptspiel noch fehlt, können wir diesen Schalter drücken? Ja, können wir. Sehr gut. Was vom Hauptspiel noch fehlt, sind der uralte Drachen, Seele eines großen Helden und drei Drachenamulette. Guck mal, das sieht doch hier trotzdem so aus, als wenn da irgendwie noch eine Tür ist. Nee. Was uns fehlt, ist noch der uralte Drachen und König Wendrick. Also wir haben bis jetzt vier Riesenseelen, könnten Wendrick eigentlich schon umhauen. Ja. Aber wir stürzen uns jetzt erstmal auf die DLCs und Wendrick machen wir dann ganz zum Schluss. Wenn wir hier drunter springen, kommen wir nicht zurück. Hier ist eine Treppe. Hier würden wir wieder hochkommen. Ja, hier kommt man dann auch so wieder hoch. Und warum steht ihr hier? Ihr seid böse. Ey, ich hab zuerst. Was ist denn das? Muss ich eure Seelen hier umbringen? Ah, jetzt kann man die auch verletzen, die Jungs. Wartet. Hörst du mal auf? Ihr sollt mal aufhören. So, erstmal einen Trank. Ganz schön fleißig. Danke, danke, Makalanias. Aber wir wollen ja noch natürlich alles sehen in diesem Spiel, oder? Eieiei. So, und wir bekommen die Heiligtum Ritterstulpen. Ich glaube, wir werden noch sehr viele von diesen Jungs hier sehen. So, Kiste. Was haben wir hier? Ein Seelengefäß. War das Seelengefäß nicht, damit wir unsere Attributspunkte zurücksetzen können? Was haben wir hier? Alter Pflanzenbalsam. Und hier? Titanit. Scholle. Eine Scholle. Lecker Fisch. Visionen von Dickwanst. Warum auch immer. Und hier haben wir den Katharina-Helm. Ach, und was mir gerade noch einfällt, wir haben noch das Havel-Set offen. Das haben wir uns auch noch nicht geholt. Da müssen wir definitiv auch noch zurück ins Loch. Zerstörungsgroßpfeile. 50 Stück. Mach mal Wendrick zuerst und nach jeder Krone aus dem DSC nochmal dahin. Okay. Warum? Gibt da was? Kann man da nochmal gucken?
So, wir haben diesen Gang hier. Na, den Kollegen sollten wir vielleicht mitnehmen. Da kommt gleich noch ein anderer von hinten. Oh, 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 Ausdauer, Ausdauer. Weg, schnell, weg, weg, weg. Storymäßig ist das besser. Okay. Also, Makalanias Devil, ihr habt es ja beide schon gespielt. Ist ja jetzt kein Spoiler, wenn ich das erzähle, was ich bisher weiß. Also ich weiß, wenn wir Wendrick töten und Nashandra halt auch schon tot ist, kommt in diesem Raum, wo wir Nashandra getötet haben, nochmal die eigentliche erste Sünde auf uns zu und möchte da ein bisschen mit uns spielen. Der gute... Nee, das sage ich jetzt nicht. Das, ihr wisst ja, was ich meine. So, hier könnte man auch runter. Aua. Hallöchen, Hexe. Ah, Baby. Lass mal deine Magie bei dir und du bist ein Mimik. Nein, du hattest doch gerade Zähne. So, wir öffnen mal. Falle! Oh, knappe Kiste. Knappe Kiste, getrocknete Wurzel, 3 Stück. Sehr schön. Vorsicht vor Falle, kurz gesagt, Gift. So, können wir die Lady hier mal mit Pfeil und Bogen eliminieren? Weil so richtig wehren kann sie sich ja nicht. Und weil es so schön ist, machen wir den anderen hier auch gleich noch. Na komm, lass mal dein Schild unten. Dann nicht. Dann später. Gut, was haben wir denn hier drüben? Ist das ein Schalter? Was bist du für ein Loch? Keine Ahnung. Guck mal, das sieht ja auch komisch aus. Ah, hier rechts kann man auch noch. Kann man hier rein? Versucht Distanzkampf, aber oben. Ah! Danke, Spiel. Oder danke, Mensch, der das da hingeschrieben hat. Steck mal den Finger ins Loch. Okay. Welchen Finger? So, wir nehmen erstmal diese Kiste mit. Glitzerndes Titanit 5-mal und 3 fossile Drachenknochen. Das ist ja der Hammer. Also Sir Hexler, ja, steckt da noch ganz andere Sachen rein. Aber welchen Finger sollen wir denn da reinstecken? Haben wir hier irgendein Item, was wir da reinstecken können? Nö. Das kriegen wir irgendwie nicht hin. Schade. Ist ja auch nochmal irgendwo. Das ist eine Falle. Ja, aber wie? Alter! Ja, das ist eine Falle. Und da ist der Hebel dafür. Verstanden. Okay. So kann man es auch machen. Gut, wo können wir jetzt hier weiter? Wir können hier noch rüber und hier nach unten. Das ist ja denn der Raum, wo wir gerade waren, genau. Und dann können wir dich jetzt hier weghauen. Und nehmen uns noch dieses Menschenbild mit. Haben wir schon lange nicht mehr bekommen, Menschenbilder. Ich sag's noch, ja, Entschuldigung, Devil. So, dann drücken wir mal hier den Hebel. Das kannst du mal lassen, Kollege. Bin ich schneller als du. Und cooler und noch ein bisschen lebender. Und ich habe auch mehr Leben. Und ich sehe auch allgemein hübscher aus. Also Sir Häcksler, nicht ich. So, haben wir den. Lass mal das hier nochmal drehen. Da oben kommen wir ja, glaube ich, irgendwie nicht hin. So, einmal noch. Komm, einmal noch. Versucht Scheiter, hurra für Rollen. So, gab es jetzt hier noch was? Nee, ne? Vorsicht vor Feind. Ja, da sollte man immer Vorsicht walten lassen. Feinde sind immer schlecht.
Steine sind immer schlecht. So, hier gibt es auch keine versteckten Türen oder sowas. Haben wir das nochmal abgecheckt. Und dann gehen wir jetzt durch diese große Tür. Um festzustellen, dass es hier eine ewig lange Kiste, Treppe gibt. Ja, Flexi ist ein attraktiver Mann. Ich glaube nicht. Außerdem reden wir hier immer von Sir Häcksler mit seiner hübschen Maske. Reparaturpulver, einmal. Hier ist jemand gestorben? Warum? Für den Endboss des DLCs packt ihr Reparaturpulver ein. Ah, stimmt, habe ich auch schon mal von gehört, dass der Drache, den wir ja schon zwei, drei Mal gesehen haben, gut hinsehen und dann Distanzkampf. Loch. Da ist ein Loch. Dass der diese komischen gelben Gase absondert. Wollen wir da runter? Wollen wir uns das mal angucken, was das für eine Falle ist? Oder gehen wir erstmal weiter? Ich glaube, wir gehen erstmal weiter. Wartet, hier ist irgendwas. Da ist ein Schalter. Immer erstmal alle Schalter drücken. Häcksler ist hässlich mit seiner Maskenballkleidung. Häcksler ist der übelste Ficker. Aber ja, wir könnten die Maske wirklich mal wechseln. Die habe ich ja damals nur angezogen, weil wir keine andere Wahl hatten. Was unsere Belastung anging. Da könnten wir wirklich mal was Neues raussuchen. So, Falle voraus, etwas Erstaunliches. Nee, da möchte ich nicht durch. Da kannst du durchlaufen. So, wie löst man die aus? Die löst sich selber aus. Zeitgesteuert. Ja, sieht so aus. Seele eines Helden und schnell weg. So, passt auf. Illusion. 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 Hier ist keine Illusion. Hier ist keine Illusion. Nee, der ist nur hart wie Sau. Und wenn du den haust, gehen die Waffen sauschnell zu Schrott. Okay. Dann halt so. So, hier könnten wir noch weiter nach unten. Oder halt in dieses Loch noch springen. Was wir da noch hatten. Aber hier ist erstmal Ende im Gelände. Das heißt, wir müssen durch diese Falle durch. Und ich würde tatsächlich jetzt erstmal in das Loch springen wollen. Aber ich glaube, wir werden da sterben und alles nochmal machen müssen.